Wir machen ihre Ohren scharf auf das heimtückische Surren der kleinen Dinger, die man kaum vernimmt. Sie sollen sie aus dem Krach heraus kennen, wie Mücken summen. Wir bringen ihnen bei, dass sie gefährlicher sind als die Großen, die man lange vorher hört. Wir zeigen ihnen, wie man sich vor Fliegern verbirgt, wie man den toten Mann macht, wenn man vom Angriff überrannt wird, wie man Handgranaten abziehen muss, damit sie eine halbe Sekunde vor dem Aufschlag explodieren. Wir lehren sie, vor Handgranaten mit Aufschlagzündern blitzschnell in Trichter zu fallen. Wir machen vor, wie man mit einem Bündel Handgranaten einen Graben aufrollt. Wir erklären den Unterschied in der Zündungsdauer zwischen den gegnerischen Handgranaten und unseren. Wir machen sie auf den Ton der Gasgranaten aufmerksam und zeigen ihnen die Kniffe, die sie vor dem Tode retten können. Sie hören zu. Sie sind folgsam. Aber wenn es wieder losgeht, machen sie es in der Aufregung meistens doch wieder falsch. Haie Vestus wird mit abgerissenem Rücken fortgeschleppt. Bei jedem Atemzug pulst die Lunge durch die Wunde. Ich kann ihm noch die Hand drücken. Es alle, Paul, stöhnt er und beißt sich vor Schmerzen in die Arme. Wir sehen Menschen leben, denen der Schädel fehlt. Wir sehen Soldaten laufen, denen beide Füße weggefetzt sind. Sie stolpern auf den splitternden Stümpfen bis zum nächsten Loch. Ein Gefreiter kriecht 2 Kilometer weit auf den Händen und schleppt die zerschmetterten Knie hinter sich her. Ein anderer geht zur Verbandsstelle und über seine festhaltenden Hände quellen die Därme. Wir sehen Leute ohne Mund, ohne Unterkiefer, ohne Gesicht. Wir finden jemand, der mit den Zehen 2 Stunden die Schlagader seines Arms klemmt, um nicht zu verbluten. Die Sonne geht auf, die Nacht kommt, die Granaten pfeifen, das Leben ist zu Ende. Doch das Stückchen zerwühlter Erde, in dem wir liegen, ist gehalten gegen die Übermacht, nur wenige 100 Meter sind preisgegeben worden. Aber auf jeden Meter kommt ein Toter. Wir werden abgelöst. Die Räder rollen unter uns weg. Wir stehen dumpf und wenn der Ruf »Achtung! Draht!« kommt, gehen wir in die Kniebeuge. Es war Sommer, als wir hier vorüberfuhren. Die Bäume waren noch grün, jetzt sehen sie schon herbstlich aus und die Nacht ist grau und feucht. Die Wagen halten, wir klettern hinunter, ein durcheinander gewürfelter Haufe, ein Rest von vielen Namen. An den Seiten, dunkel, stehen Leute und rufen die Nummern von Regimentern, von Kompanien aus. Und bei jedem Ruf sondert sich ein Häuflein ab. Ein karges, geringes Häuflein schmutziger, fahler Soldaten, ein furchtbar kleines Häuflein und ein furchtbar kleiner Rest. Nun ruft jemand die Nummer unserer Kompanie. Es ist, man hört es, der Kompanieführer. Er ist also davongekommen. Sein Arm liegt in der Binde. Wir treten zu ihm hin und ich erkenne Kat und Albert. Wir stellen uns zusammen, lehnen uns aneinander und sehen uns an. Und noch einmal hören wir unsere Nummer rufen. Er kann lange rufen, man hört ihn nicht in den Lazaretten und den Trichtern. Noch einmal, 2. Kompanie, hierher. Und dann leiser, niemand mehr 2. Kompanie? Er schweigt und ist etwas heiser, als er fragt, das sind alle? Und befiehlt, abzählen. Der Morgen ist grau. Es war noch Sommer, als wir hinausgingen, und wir waren 150 Mann. Jetzt friert uns, es ist Herbst, die Blätter rascheln, die Stimmen flattern müde auf. 1, 2, 3. 4. Und bei 32 schweigen sie. Und es schweigt lange, ehe die Stimme fragt, noch jemand? Und wartet und dann leise sagt, in Gruppen. Und doch abbricht und nur vollenden kann, 2. Kompanie? Mühselig, 2. Kompanie, ohne Tritt, Marsch. Eine Reihe, eine kurze Reihe, tappt in den Morgen hinaus. 32 Mann.